Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video und zwar geht es diesmal um die gute alte Frequenz, um die Trainingshäufigkeit. Das heißt, wie oft trainiert man am besten in der Woche einen Muskel? Und zwar gab es in letzter Zeit ja so einen regelrechten Frequenz-Hype hier auf YouTube, im Internet, überall. Und jetzt habt ihr mir ziemlich häufig die Frage gestellt, Sepp, hat sich deine Meinung geändert zum Thema Frequenz? Denn ich habe eigentlich immer die Frequenz von 2 bis 3 Mal für den Muskelaufbau empfohlen. Das heißt, wenn du optimal Muskeln aufbauen willst, dann solltest du jeden Muskel 2 bis 3 Mal pro Woche trainieren, meiner Meinung nach. Und schauen wir uns einfach mal an, wie meine Meinung vor 3 Jahren zu dem Thema war. Also, wie ich zum Thema Frequenz gestanden habe. Und zwar könnt ihr euch das Video auch reinziehen. Einfach mal bei Google Frequenz-Scam eingeben, beziehungsweise nicht auf Google, sondern auf YouTube. Und dann kommt ihr direkt zu diesem Video. Also, wie war meine Meinung nochmal zum Thema Frequenz? Das ist es ja. Deswegen sage ich ja, dass es ein Frequenz-Scam ist. Also, wir erhöhen die Frequenz nicht der Frequenz wegen, sondern des Volumens wegen. Wenn man sagen müsste, was wichtiger ist, Volumen oder Frequenz, dann ist es ganz klar das Volumen. Ganz klar, ja? So. Hat sich meine Meinung jetzt in den letzten 3 Jahren verändert? Nein. Meiner Meinung nach ist das Volumen immer noch der wichtigste Faktor für den Muskelaufbau. Und das habe ich immer schon gesagt. Und das werde ich weiterhin so sagen, solange eben sich die Wissenschaft dahingehend nicht verändert. Und jeder Wissenschaftler in dem Bereich, der wirklich am Zahn der Zeit ist, wird mir da auch zustimmen. Dass Volumen der wichtigste Faktor für den Muskelaufbau ist. Übrigens habe ich in dem Video auch gesagt, wenn du einen Vierersplit machst mit viel mehr Volumen als einen hochfrequenten Trainingsplan mit sehr wenig Volumen, dann wirst du vermutlich mit einem Vierersplit bessere Ergebnisse erzielen als mit einem hochfrequenten Plan. Ändert aber nichts daran, dazu kommen wir später, dass du mit einer hohen Frequenz mehr Volumen machen kannst in der wahren Welt. Angenommen, du machst 10 Sätze Kniebeuge, 10 Sätze Kreuzheben, 10 Sätze Beinstrecker und 10 Sätze Beinbeuger. So, wenn du das alles in einer Einheit machst, ja, dann wirst du feststellen, dass die letzten Sätze von dem Gewicht sehr viel weniger sein werden. Wenn du das aber aufsplittest, 3 Mal zum Beispiel oder auch 2 Mal, dann kannst du mehr Gewicht benutzen und das heißt, dein Volumen ist auch höher, obwohl Wiederholungen und Satzanzahl gleich geblieben sind. Unabhängig davon, dass die Trainingsqualität natürlich viel höher ist. Das heißt, du bist mental viel frischer. Und man kann auch argumentieren, dass du so auch viel mehr Volumen verträgst. Allgemein. Die Verletzungsgefahr ist viel niedriger und 1000 weitere Punkte, warum dieser Punkt so extrem wichtig ist im Thema, also in Bezug auf das Thema Frequenz. Denn wir wollen unser Volumen maximieren und schaffen das, indem wir die Frequenz höher schrauben. Wenn du wenig Volumen benötigst, benötigst du auch weniger Frequenz, ganz klar. Ich will nochmal hier betonen, dass Volumen der wichtigste Faktor ist und nicht der einzige Faktor. Sachen wie zum Beispiel Auslastung und auch die Intensität, das heißt, wie viel Gewicht du benutzt im Vergleich zu deiner Maximalkraftleistung und wie nah du dich am Muskelversagen befindest, spielen auch eine Rolle. Aber generell ist Volumen, wenn man alle Faktoren sich so anschaut, vermutlich das Wichtigste, wenn es um den Muskelaufbau geht, und wir sprechen hier von verkraftbarem Volumen, das heißt, wenn du so viel Volumen ballerst, dass deine Oberschenkel irgendwann reißen, ne, dass du einen Faserriss hast, dann macht es natürlich keinen Sinn. Aber selbst Markus Rühl würde mir wahrscheinlich hier zustimmen, und zwar viel machen, ja, und das viel bezieht sich immer natürlich auf deine regenerativen Kapazitäten, ne? Okay. Eigentlich könnte ich das Video jetzt beenden und sagen, hey Leute, ihr wisst, ne, ihr wollt ein Volumen maximieren, so viel wie ihr verkraften könnt, Frequenz dazu ein super Tool, um das Volumen zu erhöhen. Greg Knuckles, Eric Helms, Mike Zorodos haben auch in dem letzten Max-Artikel mir da zugestimmt sozusagen oder beziehungsweise das Gleiche gesagt, also sie haben bestimmt nicht meine Videos vorher geguckt und dann zugestimmt, sondern die haben genau das Gleiche gesagt, Frequenz ist ein Tool, um das Volumen hochzuhalten oder zu erhöhen. Also wie gesagt, deswegen könnte ich auch hier sagen, ciao Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, nicht vergessen, fragen wir mal in die Kommentare und that's it. Denn wenn wir das wissen, wissen wir auch, dass eine hohe Frequenz absolut Sinn macht. Aber wir machen jetzt ein bisschen weiter und reden auch mal über andere Sachen, wie zum Beispiel die Proteinsynthese. Denn dort hat man oftmals behauptet, dass, ich sag mal, fortgeschrittenere Athleten öfter trainieren müssten,
weil ihre Proteinsynthese nicht so lange aktiv sei. Und das stimmt soweit auch eigentlich, aber nur, wenn man sich wirklich die kombinierte Proteinsynthese anschaut und nicht die myofibrilläre. Und das ist für uns entscheidend. Also das ist praktisch die Muskelaufbauproteinsynthese, ne? Kann man so grob beschreiben. Und die ist eben beim Anfänger und beim Profi identisch. Der Rest ist beim Profi ein bisschen weniger und deswegen ist die gemischte kombinierte Proteinsynthese beim Profi auch ein bisschen kleiner, ne? Wegen anderen Faktoren und nicht wegen diesem Faktor. Ganz wichtig. Das Ding ist aber, dass das natürlich wieder von Science-YouTubern, ne, komplett falsch interpretiert wird, denn dennoch ist die Proteinsynthese nicht länger als 48 bis 72 Stunden aktiv, abhängig vom Volumen. Ich habe euch sogar eine Studie rausgesucht, wo die Proteinsynthese nach 36 Stunden wieder auf Baseline zurück war. Und jetzt kommen wir mal zurück zu meinen Empfehlungen. Ja. 2 bis 3 Mal pro Woche den Muskel zu trainieren, macht hier voll Sinn und hier absolut. Also selbst wenn man als Profi oder als Anfänger oder als irgendwer auch, da lass es, keine Ahnung, 96 Stunden Proteinsynthese Uptime hat, braucht man immer noch eine Frequenz von ungefähr 2 für die optimalen Ergebnisse. Nicht für gute, nicht für, man kann trotzdem krass aussehen, sondern für die besten Ergebnisse. Okay, das zum Thema Proteinsynthese. Ne? Als fortgeschrittener Athlet braucht man natürlich mehr Volumen. Klar, als Anfänger nicht so viel und deswegen kommen wir wieder auf den Faktor zurück. Als fortgeschrittener Athlet muss man deswegen die Frequenz erhöhen, weil man mehr Volumen braucht. Aber nicht unbedingt die Trainingsqualität in den letzten Stunden oder Minuten oder Sätzen mit fortschreitendem Trainings, ich sag mal Status, besser wird. Also nur weil du 10 Jahre trainierst, wird der 100. Satz bei der Kniebeuge nicht viel besser sein, als wenn du nur 5 Jahre trainierst, wenn du verstehst, was ich meine. Macht für die meisten keinen Sinn, will ich aber jetzt auch nicht weiter erläutern, trifft für die meisten nicht zu. Weiter geht's, nächster Punkt. Und zwar, werden jetzt Übungen schneller erlernt, wenn wir jeden Muskel nur einmal die Woche trainieren? Nein. Übungsmuster, sage ich mal, brennen sich viel besser ein, wenn man sie öfter tut und dann wird man besser in den Übungen, bekommt vielleicht auch ein besseres Muskelgefühl, ja, was auch in Isolationsübungen sinnvoll sein kann, also Mind Muscle Connection bei Isolationsübungen, um die perfekte Technik finden zu können, denn mit der perfekten Technik wirst du immer den Muskel spüren, geht gar nicht, außer du machst gleich nur eine Wiederholung. Und natürlich, Verletzungen werden so krass reduziert, denn man weiß, wie man sich zu verhalten hat, man weiß, wie man in schweren Situationen, sich bewegen muss, um sich nicht zu verletzen, denn man ist selbstsicher. Und auch der mentale Aspekt, wenn du 2x die Woche beugst, dann bist du viel selbstsicherer. Das heißt, du kannst viel mehr Leistung abrufen, viel mehr Muskelfasern vielleicht aktivieren, weil du eben eine viel bessere Koordination hast, inter- und intramuskulär. Da kommen wir auch wieder dazu. 4. Punkt, die norwegische Powerlifting-Studie. Die wurde von Mischa relativ stark kritisiert. Ich persönlich finde sie aber ziemlich gut und jetzt erzähle ich dir auch die Gründe, warum ich sie ziemlich gut finde und warum ich nicht Mischas Meinung teile. Also zunächst einmal hat man hier geschaut, in der norwegischen Nationalmannschaft im Powerlifting, was besser ist, eine 3er-Frequenz oder eine 6er-Frequenz. Das Volumen war jeweils gleich. Und er hat praktisch gesagt, ja, die Studie sei zu kurz. Würde ich zustimmen, aber alle anderen Studien in diesem Bereich sind auch relativ kurz. Also das könnte man jetzt nicht sagen. Er hat auch gesagt, dass da nicht genug Leute dabei waren praktisch. Bei welcher Muskelaufbaustudie ist das schon der Fall? Keine Profis würde ich auch nicht jetzt unterschreiben. Das waren schon Leute in der Nationalmannschaft. Gut, es waren vielleicht nicht die besten Powerlifter der gesamten Welt. Aber nur weil jemand 200 Kilo beugt, heißt es noch lange nicht, dass er jetzt noch ein Anfänger ist. Zumal, jetzt kommt's, keine andere Studie noch bessere trainierende Leute praktisch hat. Also es fällt mir jetzt momentan, fallen mir 2 Studien ein, die noch bessere Leute am Start hatten. Aber besser als das geht's ja nicht, Freunde. Also für Bodybuilder oder Powerlifter interessiert sich kein Mensch eigentlich von der normalen Gesellschaft. Es werden immer Studien gemacht, damit man Aussagen für die Allgemeinheit treffen kann, meistens gesundheitliche. Und deswegen kann man diese Studie dahingehend absolut nicht kritisieren, weil sie meiner Meinung nach wirklich in dem Bereich outstanding ist, um das mit Anglizismen nochmal zu verdeutlichen, für alle, die es nicht verstanden haben. Ich finde diese Studie richtig gut. Und keine Bodybuilder, würde ich jetzt auch sagen, irrelevant, denn die Leute haben gekniebeugt und Co. Und das produziert auch Muskelaufbau. Bodybuilder heutzutage machen auch die Kniebeuge. Also warum nicht? Wie gesagt, das Entscheidende war, das Volumen war gleich von beiden Gruppen. Und jetzt zum Ergebnis, habe ich ganz vergessen.
Die Sechsergruppe hat viel krassere Gains gemacht, sowohl krafttechnisch als auch muskulär. Deswegen, wenn ihr Einwände habt, dann könnt ihr alle anderen Studien eigentlich auch schon fast vergessen, weil die ist wirklich sehr, sehr gut durchgeführt worden. Ja? Und zum Thema Kraft und Frequenz kann ich auch sagen, dass Greg Knuckles aktuell wirklich einen richtig geilen Artikel rausgebracht hat. Also Shoutout an Greg Knuckles für die hammergeile Arbeit. Und zwar hat er sich die letzten Studien, die alle volumenmatched waren, mal angeschaut in den letzten Jahren und geschaut, wie das ausschaut mit der Kraft und der Frequenz. Und es kam raus, dass die Kraft für die Frequenz, oder anders gesagt, die Frequenz für die Kraft extrem vorteilhaft ist. Das heißt, wenn du den Muskel 3, 4, 5 Mal trainierst, dann wirst du viel bessere Ergebnisse erzielen im Bereich Kraft. Volumen gematcht. Das heißt, beide Gruppen haben genauso viel gemacht, nur eine Gruppe hat halt eben mehr Frequenz gehabt. Und deswegen kann man schon irgendwo sagen, dass es vielleicht auch vorteilhaft für den Muskelaufbau sein könnte, denn mit dem höheren Gewicht kann man natürlich auch wieder mehr Volumen bewegen. Lane Norton zum Beispiel ist ein Befürworter dieser Theorie. Ich würde das nicht 100% unterstreichen, denn wenn man stärker ist, ist natürlich die Auslastung auch mit dem gleichen Gewicht, ja, niedriger. Und die ist auch entscheidend, um alle Muskelfasern zu rekrutieren. Also auch wieder ein ganz, ganz, ganz anderes Thema für ein anderes Video. Leute, es ist so unglaublich heiß, ich drehe gleich durch, wir haben hier locker 38 Grad, aber ich musste das Video für euch heute noch fertig machen. Und zum Schluss muss man sagen, habe ich eben schon erwähnt, Spaß ist am wichtigsten. Das heißt, wenn du keinen Spaß hast mit anderen Splits, dann mach den Split, der dir wirklich Spaß macht. Beständigkeit, das heißt, oft ins Training gehen, ist extrem wichtig. Und wenn du den Spaß verlierst, wenn du hochfrequent trainierst, dann mach etwas anderes. Aber ich spreche hier extrem viele Leute an. Das weiß ich, weil sie mir oft schreiben, die wirklich extrem viel rausholen wollen. Ja? Und denen ist der Spaß an der ganzen Sache, besser zu werden, das Optimum zu suchen. Also ich bin so ein Typ. Ja? Und deswegen macht mir das auch sehr viel Spaß. Aber wenn dir das eben keinen Spaß macht, dann macht einen anderen Split. Wird auch funktionieren, wenn das Volumen stimmt, aber eben nicht optimal, vermutlich. Immer natürlich in Konjunktiven sprechen. Ne? Und zum Schluss, wie oft trainieren Hobbysportler denn? Seien wir mal ganz ehrlich, wenn du ein Hobbysportler bist, wie oft trainierst du dann? 2-mal, 3-mal, maximal 4-mal? So, was für ein Split kommt dann in Frage, wenn du den Muskel 2-mal die Woche trainierst? Eigentlich nur ein Oberkörper, Unterkörper, Push-Pull oder GK. Erst ab 6 Einheiten kannst du einen Dreier-Split in Betracht ziehen, wenn du jeden Muskel 2-mal die Woche trainieren willst. Wenn du 7-mal die Woche trainierst, dann macht ein Dreier-Split meiner Meinung nach absolut Sinn, weil du jeden Muskel ungefähr 2,3-mal dann drin hast. Ja? Und wenn du 9 oder 10 oder 11-mal in der Woche trainierst, dann kannst du natürlich auch einen Vierer-Split machen für optimale Erfolge. Zum Beispiel mit Tour-Days. Morgens dies, abends das. Noch ein Punkt, den ich hier auch geschrieben habe. Und zwar, viele kritisieren ja die hohe Frequenz, das macht doch kein Bodybuilder. Falsch. Früher hat jeder Bodybuilder so trainiert. Arnold und Co. haben alle hochfrequent trainiert. Das heißt, mit einer Frequenz über 1, sage ich mal einfach. Ne? Und was sagt uns das? Das sagt uns, dass wenn du nicht krass storfst, es vielleicht Sinn macht, eine höhere Frequenz als 1 zu fahren. Ich glaube, selbst Phil Heath hat aktuell eine 2er-Frequenz. Und jeder Bodybuilder, der seine Schwachstellen verbessern will, macht eine 2er-Frequenz oder auch mehr. Und das zeigt natürlich auch, dass die Frequenz extrem wichtig ist. Aber Freunde, vor allem um das Volumen zu maximieren. Und dahingehend hat meine Meinung sich die letzten 3 Jahre nicht verändert. Und wie gesagt, jeder Wissenschaftler in diesem Bereich würde mir doch zustimmen. Und der ein oder andere Science-YouTuber sagt euch jetzt, nein, ihr müsst gar nicht 2-mal die Woche für optimale Erfolge trainieren. Es reicht doch locker, wenn du alle 3 Wochen den Muskel einmal trainierst oder sonst was. Keine Ahnung. Diese YouTuber beziehen sich dann auch oft auf diese Person in den Punkten, wo sie es cool finden, wo es für ihre Marke gut ist, wo sie damit Produkte verkaufen. Aber in anderen Fällen stimmen sie dem nicht zu. Warum? Um wieder Produkte zu verkaufen. Okay, das ist meine Meinung zum Thema Frequenz. So sehe ich das Ganze. Denkt daran, morgen kommt mein E-Book raus. Das ultimative E-Book zum Thema Training. Aber eigentlich stimmt das gar nicht. Es kommt gar nicht raus, sondern der Pre-Sale beginnt. Sorry, also das Buch kommt nicht raus, aber der Pre-Sale beginnt. Das heißt, ihr könnt fette 25% sparen, wenn ihr als Vorbesteller die Ersten seid, die mir ihr Vertrauen praktisch schenken. Okay? Natürlich wird es auch in dem Buch viel über Frequenz, Volumen, Stress, alles Mögliche gehen. Und dann lernt man auch, warum das hier so wichtig ist. Man versteht es dann und dann lässt man sich auch nicht von anderen Leuten verwirren, die was anderes sagen. Denn seien wir mal ehrlich, im Fitness-Game hat doch jeder irgendwie seine eigene Meinung. Und ja, deswegen würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen. Wenn du Fragen hast, die immer in die Kommentare.
Entschuldigt mich, dass ich so übelst schnell rede, aber es ist so verdammt heiß, oder? Es ist so warm. Okay, ich bin out. Euer.